ist der WDR. Die Aktuelle Stunde. Live mit Katharin Vogel und Martin von Mauschwitz. 11 Monate nach der ersten nachgewiesenen Infektion in Deutschland haben heute offiziell die Impfungen gegen das Coronavirus begonnen. Es ist die wohl größte Impfkampagne, die es in der Bundesrepublik je gegeben hat. Deutschland impft, Europa impft und auch der Westen. Was sein muss, muss sein. Und das gilt vor allem für die Altenheime in Nordrhein-Westfalen. Die, heißt es, haben nun Priorität. Die ersten Menschen sind also auch bei uns geimpft. Und ab morgen sollen es 70.000 pro Woche sein. So, nach dem doch überraschenden Start gestern in Sachsen-Anhalt haben heute auch alle anderen Bundesländer mit dem Impfen begonnen. Im Fokus stehen überall ältere Menschen in den Heimen. Im Süden Deutschlands, in Bayern, gab es 2 kleinere Pannen. Dort gab es wohl Probleme mit der Kühlkette während der Auslieferung des Impfstoffs. Und so mussten Impfungen da auch verschoben werden. Ja, bei uns in Nordrhein-Westfalen ist der Marathon mit den mobilen Impfteams jedenfalls angelaufen. So, das mal als klare Ansage für alle, die Angst vor Spritzen haben. So, wie ist denn nun der erste Impftag gelaufen? Das checken wir jetzt live mit Reportern am Impfzentrum in Köln und in einem Altenheim in Herne. Ja, und vor allem mit dem Mann, der für all das die Verantwortung trägt, NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann, den wir am Flughafen Münster-Osnabrück treffen. Guten Abend, Herr Laumann. Ja, schönen guten Abend. Herr Laumann, Sie haben ja im Vorfeld gesagt, vor dem, was da ab heute passiert, da haben Sie richtig Manschetten. Jetzt ist der erste Tag gelaufen, immer noch Manschetten. Wie ist es gelaufen aus Ihrer Sicht? Dann lassen Sie uns mal gerade gemeinsam drauf gucken, wie das heute in den Heimen, in denen geimpft wurde, denn auch gelaufen ist. Ja, Stefan Göke, der steht vor dem Seniorenwohnpark Koppenbergshof in Herne. Das ist ein Altenheim, in dem das Coronavirus heftig umgegangen ist, wie überhaupt in Herne. Und das als erstes heute Besuch vom Impfteam bekam. Stefan, wie lief das? Können wir gleich mit dem Gesundheitsminister klären. Danke erstmal, Stefan Göke, live aus Herne. Ja, für den Eindruck. Herr Laumann, den haben Sie gerade ja auch gesehen. Ein Heim geimpft, 23 Alteneinrichtungen gibt es allein in Herne. Liegt es an den vorhandenen Impfdosen oder am Personal, dass da wirklich nur so wenig passiert? Das sind natürlich die Altenheime die erste Adresse. Noch mal konkret nachgefragt, Herr Laumann. Sie haben gesagt, das war jetzt heute mal mehr so ein symbolischer Tag. Heißt das, in den kommenden Tagen werden auch mehr Teams eingesetzt, wenn die Dosen kommen? Das ist eine deutliche Ansage. Dann lassen Sie uns doch mit Ihnen auf das gucken, was da noch kommt, was da schiefgehen könnte. Die Impfteams sind ja nur der Auftakt. Die ganz große Masse, nenne ich es mal, in den Impfzentren soll die geimpft werden, die es jetzt überall im Land gibt. Ja, und vor dem Kölner Impfzentrum, da steht für uns Jochen Hilgers. Jochen, was spielt sich da denn ab und wie war der erste Impftag in der größten Stadt im Westen? Also, wann es da richtig losgeht, das können wir vielleicht auch gleich klären. Dankeschön, Jochen Hilgers, live aus Köln. Ja, Herr Laumann, Sie können quasi einen Haken machen an die Organisation der Impfzentren. Die sollten bis 15. Dezember bereitstehen und das waren sie auch, aber wir haben es gerade gehört. Die warten darauf. Was können Sie denn sagen? Wann wird landesweit im großen Stil mit dem Impfen begonnen? Der bayerische Ministerpräsident Söder, ganz klar, das muss bedeutend schneller gehen. Sind Sie bei ihm? Josef Laumann, Gesundheitsminister von Nordrhein-Westfalen, der derzeit sicher die aufregendsten Tage seiner politischen Karriere erlebt. Vielen Dank. Dankeschön. Wiedersehen. Ja, über die Menge können wir noch beim nächsten Mal diskutieren. Aber jetzt ist es Zeit, mal dieses ganze riesengroß aufgepumpte Impfaktionsding ein bisschen runterzukühlen. Vielleicht mal auf die Temperatur des Impfstoffs und mal sachlich draufzuschauen, was da eigentlich seit gestern schon medienspektakelmäßig auf uns abläuft. Tja, natürlich ist der Start heute ein Hoffnungsschimmer in dieser alles in allem finsteren Zeit. Aber er muss in diesen Zeiten eben auch online und im Fernsehen mit den passenden Bildern angestoßen werden. Tja, bei so einer Riesenaktion geht halt auch hier und da mal was schief. So groß die Freude über den neuen Impfstoff ist, so groß ist bei manchen ja auch noch die Skepsis. Wie gut werde ich diesen Impfstoff vertragen? Was ist jetzt eigentlich mit Nebenwirkungen? In den Studien war das kein Problem. Als dann aber in Großbritannien die Impfung begann, da gab es in 2 Fällen Probleme mit Allergikern. So, jetzt werden bei uns ja die Ältesten, also Schwächsten, geimpft. Wie werden die während und nach der Impfung eigentlich betreut und wer kümmert sich um mögliche Nebenwirkungen?
Ja, aber auch wenn es sich heute vielleicht so ein bisschen so anfühlt, wir sind ja auch nicht die Ersten auf der Welt, die impfen. Die USA machen das schon seit locker 2 Wochen. Großbritannien impft auch schon. Und so kann man gut in die Welt schauen, was die Risiken und Nebenwirkungen angeht. Und wir sprechen dazu auch mit der Infektiologin von der Uniklinik Köln, Professor Clara Lehmann. Schön, dass Sie da sind. Guten Abend, Infektiologin. Also dieser Tag wurde ja schon mit der Mondlandung beschrieben, der Impfstart. Wie empfinden Sie den? Frage von vielen, vielen Zuschauern. Wie viel Schutz bietet eigentlich schon die erste Impfung? Also die erste Dosis, man bekommt ja 2. Also wir haben gerade schon das ein bisschen anklingen lassen. Wir sind ja nicht die Ersten, die impfen. In den USA wird schon geimpft, in Großbritannien. Und dann gibt es ja immer diese Schlagzeilen, die dann auch schnell gerade in den sozialen Medien sich verbreiten. Da war die Krankenschwester, die umgefallen ist. In Großbritannien waren es 2 mit starken Allergien, einer mit Schalentierallergie in den USA. Können Sie uns das noch mal so ein bisschen einordnen mit den Nebenwirkungen? Und all diese Fragen, die wir gerade gestellt haben, die stellt sich ganz Europa. Denn seit heute impft Europa gegen die Pandemie an. In Polen oder Italien hat das Personal in den Kliniken. Die haben da Vorrang, während in Spanien und Frankreich zunächst alte Menschen geimpft werden. Ja, die Hoffnung auf ein normales Leben, die haben heute alle in jedem Land, in dem das große Impfen begonnen hat. Und deshalb nehmen wir uns heute Abend hier im WDR-Fernsehen Zeit. Nach der Tagesschau klären wir unter anderem mit dem Wissenschaftsjournalisten Ranga Yogeshwar, wie schnell überhaupt ein Effekt erzielt wird, wo er auch noch Risiken sieht, wie man mit Nebenwirkungen umgehen muss. Heute Abend mit uns nach der etwas längeren Tagesschau mit einem WDR-Extra. Und bei uns gibt es noch ein kurzes Hermine-Update mit Donald Becker. Donald, was läuft gerade und wo müssen wir noch aufpassen? Genau. Dankeschön, Donald. Wir sehen dich gleich nochmal. Ja. So, und wie es mit dem ganzen Sturm weitergeht, das können Sie sich auch live angucken. Wir haben einen Reporter in die tiefste Eifel geschickt. Sturm trifft auf Impfstart. Das sehen Sie auch in unserem WDR-Extra heute Abend hier gleich nach der Tagesschau. Und in diesen ja, besonderen Tagen im Jahr treffen wir hier in der Aktuellen Stunde für Sie auch besondere Menschen. Und heute einen, den man in diesem Jahr wirklich zigmal gefragt hat, ob Donald Trump eigentlich wiedergewählt wird. Jo, Ingo Zamperoni, den kennen Sie nämlich nicht nur aus dem ersten in den Tagesthemen. Seine Frau ist Amerikanerin und die USA ist seine zweite Heimat. Und sein Schwiegervater ist Trump-Wähler. Allein diese Kombination macht es perfekt, mit ihm auf dieses manchmal doch sehr, sehr amerikanische Jahr zu schauen. Unterschreibe ich. Bist du dabei? Ja. Wir schauen trotzdem noch mal einen kleinen Moment zurück auf dieses sehr, sehr seltsame Jahr. Ganze Branchen haben wir über Wochen und Monate einfach stillgelegt wegen Corona. Vor allem die Kulturschaffenden im Land hatten darunter echt zu leiden. Ja, die meisten von ihnen Solo-Selbstständige. Existenzen, bei denen gilt kein Auftrag, kein Geld. Da haben ja auch die Ärzte in den Tagesthemen für gespielt. Und auch wir haben solche Fälle hier in der Aktuellen Stunde wieder und wieder berichtet. Es gibt aber auch unter diesen Menschen welche, die haben einen ganz anderen Blick auf 2020. Zum Beispiel der Bonner Maler Tobias Stutz. Der hat in diesem Jahr sein Motiv und seinen Markt gefunden. Ja, diese Pandemie stellt alles auf den Kopf. Kunst selbst alleine im Museum geht nicht, aber im Sauerland war es heute proppenvoll. Zu voll, haben wir schon gehört. Aber auch in Österreich war das in puncto Skifahren genau so. Und das, obwohl sich Österreich eigentlich seit gestern im 3. Lockdown befindet. Aber auf den geöffneten Skipisten ist davon kaum was zu sehen. Und deshalb sind einige Skigebiete jetzt sogar wieder geschlossen worden. Offiziell möchte man aber in Österreich unbedingt ein zweites Ischgl vermeiden. Und Skifahren gilt übrigens praktisch nur für die Einwohner. Für Touristen gilt eine 10-Tage-Quarantänepflicht, was eigentlich abschrecken sollte. Jetzt mehr Nachrichten von heute, von diesem Sonntag. Quasi zu Weihnachten gibt es für den leidgeplagten FC Schalke 04 einen neuen Chefcoach. Der 66 Jahre alte Schweizer Christian Gross wurde quasi aus dem Ruhestand zurückgeholt. Im Mai hatte er sich in den nämlich eigentlich verabschiedet. Heiligabend wurden die ersten Gerüchte um ihn bekannt und heute hat Schalke das bestätigt. Auf den Kandidaten Gross wären selbst in der Branche wohl nicht viele gekommen. Angeblich soll er ein relativ geringes Gehalt, aber eine millionenschwere Erfolgsprämie erhalten, wenn es ihm gelingen sollte, den Tabellenletzten vor dem Abstieg zu bewahren. Mehr Nachrichten. Sturm und Schnee. Hermine ist die Schuldige, das Sturmtief. Vorhin haben wir von Donald Becker schon ein paar Daten dazu gehabt. Donald, jetzt mal das volle Programm, natürlich inklusive mit Ausblick, wie das alles noch so weitergeht.
Ja, das habe ich zu bieten und Hermine wird... Gucken wir schon das nächste Jahr. Wahnsinn. Donald, vielen Dank für diesen Blick. Dankeschön. Ja. Und so, wir haben noch einiges vor mit Ihnen heute. Genau, wir sehen uns wieder, wenn Sie mögen. Hier im WDR-Fernsehen gleich nach der etwas längeren Tagesschau. Denn der Sturm hat es ja auch den mobilen Impfteams heute mit viel Schnee in der Eifel zum Beispiel nicht so leicht gemacht. Im WDR Extra unter anderem Ranga Yogeshwar, der klärt uns nochmal auf über das ganze Impfthema. Ja, es gibt so viele Fragen, die beantworten wir hier nach der Tagesschau. Im WDR. Wir sehen uns. Schönen Abend.